Hallo Freunde der analogen Unterhaltung, willkommen zu einer weiteren Solo-Rezension hier von mir und heute stelle ich euch mal wieder ein Kinderspiel vor und zwar Salamamba von Anna Opolzer, bei Piatnik ist es erschienen. Ab 7 Jahren 1 bis 5 Spieler, ein kooperatives Kinderspiel, 35 Minuten Spieldauer. Und das Besondere an Salamamba ist auf jeden Fall, dass es, kann man sagen, so ein, ja, es ist kein Legacy-Spiel für Kinder, aber es ist ein Kampagnenspiel für Kinder. Wir müssen hier mit dieser Schlange Salamamba drei spannende Kapitel überstehen, schaffen, um hier gegen den bösen Zauberer Fisolix, der so ein goldenes Ei geklaut hat, um dagegen zu bestehen, beziehungsweise dieses goldene Ei wieder zurückzuklauen. Und das Ganze machen wir, indem wir mit dieser Schlange, ja, mit so ein bisschen so einem Snake-Mechanismus, würde ich es nennen, über Spielplanteile laufen, die nach einer ganz bestimmten Art und Weise aufgebaut sind, mit speziellen Kapitelregeln. Und ja, ich stelle euch kurz die Regeln vor, werde euch aber auch jetzt nicht alle drei Kapitel aufbauen, sondern nur das erste zeigen, weil es wirklich auch so ein bisschen spannend ist, das dann auch für sich zu entdecken, oder für die Kinder ist es auf jeden Fall spannend, das zu entdecken, und danach gibt es noch ein kleines Fazit. Das Material von Salamamba ist wirklich recht umfangreich für ein Kinderspiel. Ich habe jetzt hier mal Kapitel 1 fast vollständig aufgebaut. Man sieht hier unten links ist schon so eine kleine Salamamba, bestehend nur aus einem Kopf und einem Schwanz, hier hingelegt. Wobei das alles recht variabel ist. Man würfelt nämlich am Anfang und es gibt noch drei weitere Startpositionen, die man auswürfeln kann. Also ich kann theoretisch auch hier auf diesem Blatt hier anfangen oder ich gehe hier oben rein oder hier. Das ändert natürlich auch ein bisschen das Szenario. Diese Platten hier, die sind auch doppelseitig, und hier so ein kleiner Peak. Am Schluss geht es sogar in so eine Burg rein. Das ist ziemlich schön gemacht. Und in den anderen Kapiteln wird das halt hier ganz anders aussehen, aber das will ich euch überhaupt nicht spoilern. Was jetzt noch fehlt in diesem Kapitel ist, es gibt hier solche Plättchen, die habe ich schon raussortiert. Es gibt sogar noch mehr Plättchen, diese Pilzplättchen gibt es noch weitere, die in diesem Kapitel aber nicht mitspielen, muss man also vorher zusammensuchen. Das ist auch so ein bisschen ein kleines Manko vielleicht. Der Aufbau ist halt schon recht kompliziert und das können sicherlich die Kinder nicht alleine. Da muss auf jeden Fall ein Erwachsener, der auch ein bisschen Brettspielerfahrung vielleicht hat, mithelfen. Auf jeden Fall werden dann diese Pilzblättchen gemischt und auf die entsprechenden Felder verteilt. Und wir haben jetzt eine Aufgabe, das wird auch mit einem schönen Flavortext, mit einer schönen Geschichte erklärt, was wir überhaupt machen müssen. Das werde ich jetzt auch nicht im Detail erzählen, das könnt ihr euch dann selber durchlesen. Aber hier haben wir eben eine bestimmte Aufgabe, wir müssen nämlich unsere Wichtelfreunde finden, bevor hier der böse Zauberer Fisolix, das ist unser Widersacher, hier einmal rumgelaufen ist. Und also im Prinzip so eine Art Timer, bevor der sozusagen uns zuvor gekommen ist. Und wie machen wir das? Indem wir einfach hier mit unserer Salamamba hier diese Pilzplättchen aufdecken und dann hoffentlich unsere Wichtelfreunde finden. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, jedem dieser vier Spielplanteile sind je zwei Wichtelfreunde versteckt. Hier habe ich jetzt gleich mal einfach einen zufällig aufgedeckt. Unter den anderen Plättchen sind aber mal andere nützliche Sachen. Hier zum Beispiel so ein Zaubertrank, so eine Zaubergießkanne. Das sind dann Gegenstände, die wir einmalig einsetzen können. Es gibt auch solche hier, diese fiesen Tiere. Die haben diese dreieckigen spitzen Symbole über sich. Das ist prinzipiell schlecht, wenn wir sowas hier aufdecken, dann kriegt nämlich unser Fisolix hier zwei weitere Schritte. Das sollten wir möglichst vermeiden. Und ja, im Prinzip ist das unsere Aufgabe. Wie machen wir das jetzt? Wir, wenn wir dran sind, das Spiel ist natürlich kooperativ, aber wenn das Kind eben dran ist, dann wird hier gewürfelt mit diesen zwei Würfeln. Zunächst einmal haben wir hier den Zauberwürfel. Haben wir jetzt erstmal schon mal was Gutes gewürfelt, nämlich hier so ein Auge. Das Auge bedeutet, dass wir jetzt hier irgendein Plättchen heimlich angucken dürfen und müssen es dann zurücklegen. Dürfen unseren Mitspielern auch nicht sagen, was wir da sehen, aber wir können so ein bisschen sagen, oh, lieber hier nicht hingehen, das ist ein fieses Tier, also das ist sehr gefährlich hier. Also es kann eigentlich hier im Szenario nur ein fieses Tier sein, aber ja, das ist halt die Regel. Ansonsten sind hier einfach entweder ein oder
zwei Zauberhüte drauf, was einfach heißt, dass der Fisolix entsprechend hier läuft. Und dann ist noch dieses Symbol hier drauf. Das bedeutet, dass wir wirklich ein Plättchen umdrehen müssen. Und ja, das bleibt dann auch. Und das Problem ist jetzt, wenn wir hier bei diesem Umdrehen ein fieses Tier aufdecken würden, zum Beispiel das hier, dann würde es sofort hier zum Fisolix gehen und der würde zwei Schritte laufen. Alles andere bleibt einfach offen liegen und das können wir dann immer noch mit unserer Salamamba einsammeln. Ja, das war schon der Würfel hier und wir würfeln eben auch noch hier mit dem Salamamba-Würfel und der zeigt entweder 1, 2 oder 3 dieser Schlangenschuppen und das bedeutet, dass wir einfach 1, 2 oder 3 Bewegungsaktionen ausführen können. Und das ist natürlich die Hauptmechanik von diesem Spiel. Wie bewege ich mich hier eigentlich mit meiner Schlange? Und das ist eigentlich ganz einfach. Für jede Bewegung habe ich 3 Möglichkeiten. Ich kann die Schlange verlängern. Das bedeutet, ich füge hinter dem Kopf, direkt hinter dem Kopf, eins von diesen Schlangenteilen ein. Also zum Beispiel so. Ja. Weitere Bewegung wäre jetzt zum Beispiel, ich könnte so eine Kurve nehmen, auch hinter dem Schlangenkopf. Wird es eingefügt. Zack. Und jetzt bin ich hier schon angekommen und hätte jetzt auch schon diesen Pilz hier erreicht und habe jetzt hier tatsächlich einen meiner Wichtelfreunde gefunden. Ja. Und dann könnte ich, wenn ich jetzt 3 gewürfelt hätte, auch nochmal weiter laufen. Ich kann natürlich auch so einen Doppelschritt hier machen. Das ist auch, wenn ich dieses Teil noch habe, zack, dann würde ich sofort sogar mit, wenn ich jetzt 3 gewürfelt hätte, mit einem Schlag, da habe ich jetzt so eine Zaubergießkanne gefunden, hätte ich 2 aufgedeckt. Ja. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Die andere Möglichkeit ist, die Schlange schrumpfen zu lassen mit einem Bewegungsschritt. Dann nimmt man einfach das Teil, das direkt hinter dem Schwanz liegt, weg und schiebt den Schwanz hin. Also mit 3 Dings könnte ich sie auch komplett einmal schrumpfen lassen. Fragt man sich vielleicht, wozu das gut ist. Die dritte Möglichkeit ist aber einfach die Richtung wechseln, sprich sich umdrehen. Ja. Und da sieht man, dass Schrumpfen natürlich schon einen Sinn macht, weil es kann zum Beispiel sein, das ist hier oben ganz schön, es gibt Sackgassen. Ja, es kann zum Beispiel sein, wir befinden uns hier. Ich muss jetzt ein gutes Beispiel bauen, wo das Schrumpfen auch wirklich Sinn macht. Aber hier können wir natürlich durch, das ist so eine Art Tunnel. Ja, aber nehmen wir mal an, sieht irgendwie so aus. Ja, wir sind von hier unten gekommen. Und ja, wir sind quasi, sind jetzt dran und jetzt können wir natürlich, wenn wir jetzt, wir können natürlich einfach umdrehen, ja, mit einer Bewegung, dann würde das so aussehen. Aber es bringt uns auch nicht wirklich was, weil hier geht es ja auch nicht vorwärts. Deswegen müssen wir uns erst schrumpfen lassen und wir könnten dann sozusagen mit einer Bewegung uns hier schrumpfen lassen. Mit der zweiten Bewegung drehen wir uns um. Und dann könnten wir hier sozusagen wieder hier so weiterlaufen. Wir könnten uns natürlich auch nochmal schrumpfen lassen, um dann hier so rum wieder laufen zu können. Also das ist sozusagen das Geheimnis, das Ganze, die Hauptmechanik, wie man hier diese Schlange bewegt. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr schön. Wir müssen natürlich auch die Schlange dann schrumpfen lassen, wenn wir einfach keine passenden Teile mehr haben. Weil ihr seht schon, also zum Beispiel diese Teile hier, wenn unsere Schlange jetzt schon richtig, ich baue mal wieder ein bisschen, oh, das geht hier gar nicht. Ja, so vielleicht, wir haben jetzt wirklich, wenn die Schlange natürlich sehr lang geworden ist, dann gibt es einfach auch keine Teile mehr, ja, die vielleicht passen könnten. Oder ich bin irgendwo in einer Sackgasse gelandet, dann muss ich mich schrumpfen lassen. Anders komme ich quasi gar nicht mehr voran. Und dann gibt es eigentlich nur noch eine ganze Reihe von Sondereffekten durch Gegenstände, die wir einsammeln. Zum Beispiel können wir hier durch diese Zaubergießkanne einen von diesen Zauberteilen hier bei der Bewegung einsetzen. Die haben den Vorteil, dass sie auch über Hindernisse hindurch funktionieren. Das heißt, zum Beispiel könnte ich mit diesem Teil, könnte Salamamba auch, machen wir es mal so, das hier mal ein bisschen zu verdeutlichen. Wenn es jetzt so aussehen würde, dann könnte ich tatsächlich die Gießkanne einsetzen. Ah, nee, es geht doch nicht, weil hier habe ich mir nicht den richtigen ausgedacht. Aber im Prinzip, die Möglichkeit besteht halt einfach, mit diesem Teil hier zum Beispiel auch über Wälder hinweg, über Hindernisse hinweg zu laufen,
was sonst einfach nicht möglich wäre. Zum Beispiel so könnte ich mit meiner, so zum Beispiel mit der Gießkanne könnte ich auch sowas bauen hier. Das ist normalerweise natürlich nicht erlaubt. Und was haben wir noch? Ich gucke mal, was hier noch so mitspielt. Das wäre wieder so ein böses Tier. Dann hier zum Beispiel hier dieses Schiffchen. Das erlaubt uns einmalig hier einfach das Wasser zu überqueren, ohne die Brücke zu benutzen. Und was haben wir hier noch? Das ist noch ein Wichtel, den wir finden müssen. Der Zauberstab ist auch ganz nett. Da können wir nämlich auf einen Schlag können wir uns schrumpfen lassen. Also nicht nur einen wegnehmen, sondern so viele Teile, wie wir wollen, wegnehmen. Und dann sind wir plötzlich wieder ganz klein. Das kann tatsächlich im richtigen Augenblick wirklich sehr, sehr nützlich sein. Und gucken wir mal, ob wir noch hier was finden. Ja, hier diese Schaufel, die ist auch ganz nett. Da können wir nämlich hier so einen zusätzlichen Tunnel graben. Zum Beispiel so. Und den kann dann Salamamba einfach auch durchqueren. Das war es jetzt schon fast für die Regel des ersten Kapitels. Allerdings gibt es noch einen Haken. Und deshalb gucken wir uns nochmal das Physolix-Tableau etwas genauer an. Denn es ist so, der Physolix bewegt sich ja wie gesagt immer. Entweder wenn man so ein fieses Tier aufdeckt oder eben durch diesen Würfel. Und wenn der hier auf so ein Symbol eines Pilzes kommt, dann wird ein entsprechender Pilz vom Spielplan auch sofort aufgedeckt. Also so einer zum Beispiel, wenn er hier drauf kommt. Und wenn das jetzt ein Wichtel ist, in dem Fall hier ist es keiner, das bleibt einfach liegen, können wir noch einsammeln. Aber wenn er hier einen Wichtel findet, dann bewegt er sich sofort noch einen weiteren Schritt. Aber diese Regel hier, die bezieht sich wirklich eben nur aufs erste Kapitel. Ja, in der Anleitung gibt es für jedes Kapitel wirklich eben eigenen Aufbau, eigene Regeln, auch hier auch so einen eigenen Flavortext. Man sieht schon hier im Kapitel 2 sieht es komplett anders aus. Das geht dann so mit so Teleportern, geht es hier die Regel. Und in Kapitel 3 sind wir dann wirklich in dieser Burg und müssen so ein, so ein goldenes Ei finden. Also das ist wirklich spannend und jedes Kapitel eben hat ganz andere Regeln. Und auch hier das Physolix-Tableau hat eine Rückseite, also auch das verändert sich dann im Lauf dieser Kampagne, kann man schon fast sagen. Bei uns hat Salamamba wirklich hervorragend funktioniert, überraschenderweise, weil ich hatte ja schon mehrmals erwähnt, meine Kinder sind eigentlich gar nicht so die Fans von kooperativen Spielen. Liegt einfach ja daran, dass eben dieser Reiz zu gewinnen einen großen Teil des der Spielfreude ausmacht, jedenfalls bei meinen Kindern. Und bei den kooperativen Spielen, da habe ich oft so ein bisschen das Gefühl, ihnen ist dieses Konzept kooperativ, dass wir spielen jetzt irgendwie zusammen und nicht gegeneinander, das ist ihnen gar nicht so geläufig oder da kommen sie gar nicht so drauf klar. Aber das kann wirklich auch spezifisch sein. Ich habe schon von vielen gehört, dass es gerade andersrum ist, dass nur die kooperativen Spiele funktionieren. Also das nur vorneweg, aber das Besondere ist halt hier, dass es auch bei meinen Kindern gut funktioniert hat, weil es Salamamba tatsächlich schafft, die Kinder mit dieser Geschichte, mit diesen Kapiteln wirklich in ihren Bann zu ziehen. Ja, und man wirklich das Gefühl hat, ähnlich wie es beim Fernsehen oder bei anderen Sachen, die sie gerne machen, der Fall ist, hier werden sie eben gepackt, hier wollen sie wissen, wie es weitergeht, hier wollen sie die Geschichte zu Ende spielen. Und wir haben wirklich, als wir das angefangen haben zu spielen, in einem Rutsch, in einem Nachmittag alle drei Kapitel durchgespielt, also wirklich auch eine ganze Weile gespielt, über eine Stunde, 35 Minuten, ich glaube, das passt so mit Aufbau auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Also wir waren da locker 90 Minuten oder sogar noch länger nur mit Salamamba beschäftigt. Was für ein Kinderspiel, echt vieles. Ja, also das muss man hier ganz klar sagen. Aber das schafft das Spiel wirklich und auch der Mechanismus ist nett. Er ist allerdings, das muss man sagen, nicht ganz einfach, sodass es definitiv ein Spiel ist, das man mit den Kindern zusammenspielen muss. Besonders fällt mir ins Auge eben der Spielaufbau, der ist relativ anspruchsvoll, weil man, also selbst für einen Erwachsenen muss man da so ein bisschen aufpassen, weil eben hier viel Material drin ist und man eben für das Kapitel spezifisch eben auch die entsprechenden Materialien erstmal heraussuchen muss, die dann mischen, die dann richtig platzieren und auch diese, sag ich mal, diese Doppelung an Standardregeln und Kapitelregeln,
die muss man sozusagen als Erwachsener schon durchdrungen haben und auch verstanden haben, damit es dann nachher mit den Kindern auch nicht zu Verwirrung kommt. Und das ist tatsächlich eben die Herausforderung bei dem Spiel. Es ist ein sehr, sehr schönes kooperatives Kinderspiel, aber es ist ein Spiel für Leute, die Lust haben, mit ihren Kindern zusammenzuspielen und im Prinzip auch so ein bisschen als Spieleleiter hier das Spiel zu ermöglichen, es aufzubauen, die Regeln gut zu lesen, gut zu erklären, was wir jetzt machen können, was für Möglichkeiten, was diese ganzen Sonderfunktionen der Chips und so weiter, was das jetzt alles macht. Das muss schon sein. Klar, wenn die Kinder älter werden, dann können sie sicherlich auch mehr dasselbe übernehmen. Aber dann hat man wieder eben das Problem, dass das dann doch wiederum zu babymäßig ist. Das ist ja das Ding bei den Kinderspielen. Man ist ja mit 9, 10 Jahren aus den Kinderspielen raus. Und also in dem Moment, wo man das ja hier alleine spielen könnte, will man es möglicherweise wahrscheinlich gar nicht mehr alleine spielen und will dann lieber erwachsene Familienspiele spielen. Also das halt vorneweg. Ich finde, 7 Jahre ist ein gutes Alter. Mein Sohn war jetzt 6, als ich mit ihm gespielt habe. Die Kleine hat auch mitgespielt, aber klar, die saß dann auf meinem Schoß und der musste sich halt alles sagen, was wir jetzt machen. Die hatte aber trotzdem ihren Spaß an Salamamba und wollte das auch wieder spielen. Aber ja, die hat natürlich, kapiert natürlich hier vorne und hinten noch nicht so richtig, was hier los ist. Also so 6 Jahre, würde ich sagen, ist ein gutes Alter, um Salamamba mit den Eltern zusammen zu spielen. Und dann hat man auch viel, viel Spaß damit. Ja, das war's, meine Rezension hier von Salamamba. Ein schönes Ding, wenn ihr es findet. Ich kenne kein... Also mir fällt kein Kinderspiel ein, was so schön wirklich eine Geschichte erzählt und eben so einen variablen Kapitelspielaufbau hat. Da ist Salamamba wirklich einzigartig. Vielen Dank fürs Zugucken. Mich würde es freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt. Danke fürs Abonnieren, danke fürs Supporten natürlich über Partnerlinks. Die findet ihr in der Beschreibung, wo wir Provisionen kriegen, wenn ihr da was kauft. Und natürlich auch über den monatlichen Support bei Patreon. Das ist so unsere Haupteinnahmequelle hier, um hier noch mehr Content für euch machen zu können. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Video. Ciao.